Und einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag. Brauche ich nochmal. Es ist Dienstagmorgen, kurz nach 6. Heute Morgen fahre ich erstmal einen L538, einen Liebherr, einen kleineren Radlader. Der geht nach Hoppstedt in Weiersbach. Und dann fahre ich nach Dackenheim bei Grünstadt. Da irgendwo stehen zwei Bagger von uns. Einer geht hierher und der Kettenbagger weiß ich nicht. Aber der Radbagger geht auf jeden Fall hierher. Ist schon im Einsatz. Und jetzt fahre ich darüber nach Dackenheim in die Weinberge, in die Wingerde. Mal gucken, was das wird. Aber es sollte normal alles klappen. So, ich bin jetzt hier im Hof. Jetzt nehme ich den Dreiachser MAN, den Hagellift, den Abroller, den Vierachser Tieflader, der steht nebendran. Dann fahre ich mal rüber nach Oppenheim. Alter Schwede. So, jetzt fahre ich hier lang. Aber ich glaube fast, das wäre auch mit meinem LKW gegangen. Also bis hierher auf jeden Fall. Jetzt hier weiter. Okay, hier wäre es wahrscheinlich bescheidener gewesen geworden. Bin ich hier noch richtig, ja? Ich hoffe, dass ich jetzt noch richtig bin. Hier vorne ist gesperrt alles, okay, das sollte passen. Das haben mir die Kollegen erzählt, dass hier gesperrt wäre. Ansonsten wird hier alles mit Fahrzeugen voll stehen. Bleib doch einfach stehen. Warum bleibst du da nicht stehen? Uiuiui. 1.4. bis 30.9. Okay. Ja, ich hatte es mal wieder erwischt. Also ich würde immer noch sagen, bis hierher. Brauchst gar nicht mit dem Kopf zu schütteln. Denk, ich fahre zum Spaß hier durch. Idiot. Es gibt echt blöde Menschen auf der Welt. Sorry. Ich mach sowas tierisch gern. Ich hab da richtig Spaß dran. So. Was extrem ungewöhnlich ist, sind Außenspiegel. Nein. Ich muss da recht drin. Ich muss hier rechts rein. Das ist aber sehr nett von dem jungen Mann. Na, spätestens hier wäre es, glaube ich, Ende mit meinem Zug. Danke. So, da haben wir die Baustelle. So. Ah, rein oder hin rein? Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Schon haut die Kamera weg. Ich bin hier gleich in Lahnstein, so ein
Viertelstunde etwa. Wir haben 20 vor 7. Ich hatte noch etwas Stau. Wollte eigentlich schon längst hier sein, aber gut, ist halt so. Kann's nicht ändern. So, ich fahre jetzt hier gerade auf die B42 Richtung Ladestein runter. Die Mühle hat schon böse zu kämpfen hier. Das Gesamtgewicht wird. Schätzungsweise um die 53 Tonnen haben. Mal gucken. Ich fahre jetzt mal dahin. Rechts von mir ist der Rhein. Ich weiß nicht, ob man. Kann man wahrscheinlich noch nicht erkennen. Alter, also sowas auf Dauer wäre nichts für mich. Sowas auf Dauer wäre nichts für mich. Hängerzug fahren. Er schlägt ohne Ende. Wahnsinn. So, ich müsste jetzt hier, müsste ich eigentlich gleich da sein, ne? Hier rechts, links von mir. Da ist der Bauzaun, okay. Ich sehe alles, alles gut. Ich bleib jetzt hier mal stehen. Ich weiß nämlich im Moment nicht genau. In diese Straße muss ich rein. Ach du Heilige. Hier bleibe ich kurz stehen. Da kommt Freude auf. Vergiss immer die Handbremse zu öffnen. Ich habe eine elektrische. Wenn ich da einen Gang einlege und mit dem Fuß auf der Bremse stehe, geht die dann automatisch auf. So. Komm, Meister. Ich nehme euch die vor. Rückwärtsgang. So, ja, hier war ich mit dem Anhänger drin. Wie gesagt, bestimmt 30 Versuche gebraucht. Ich bin halt kein Profi-Drehschemelfahrer. Lade mir noch das ganze Werkzeug ab. Das Gässchen.
soll ich sagen? Ah, da oben rechts, ich weiß nicht, ob man das Rote erkennen kann. Hier, da bin ich mit der, da bin ich mit der Backerkette dran. Aber wie gesagt, die Bude kommt eh weg. Halb so schlimm. So, ah ja, ich hab's geschafft. Bin wieder in meiner Halle. Geht's weiter mit dem kleinen da.
möglicherweise rückwärts rein. In der Baustelle drehen kann ich nicht. Ich hoffe nur, dass das so passt. Das ist übrigens der schöne Rhein. Hat noch recht viel Wasser, würde ich sagen. Ich weiß, sieht mir jetzt nicht nach Niedrigwasser aus hier. Dran keine Zufahrt gemacht hat, wäre recht einfach gewesen, dass man hier einfach eine Zufahrt gemacht hätte. Oh weh, komm, ich schnall mich schon mal ab.
Markus. Der Markus ist schon wieder am Busle. Jetzt in dem Radlader in Mannheim. Es hat noch geklappt, alles, was ich hervorragend finde. Oh. Der ist defekt. Der muss zurück nach Landstuhl. Der verliert irgendwo Öl. Ich hoffe nicht, dass ich das jetzt sehe hier. Ich hoffe, dass der das ist, weil auf meinem Plan steht ein L550. Das ist ein L556. Also ich hoffe, dass das der richtige Lader ist hier.
ich denke mal schon. Ich habe den Kollegen, der da vorne fährt, im Radlader, den hatte ich gefragt und der hat gesagt, hier der 556 der WS. Also, gucken wir mal. Wird schon der falsche sein. Jetzt nochmal, ob das Ding hier hält. Ich hoffe doch, dass das jetzt hält. Also ich war hier noch in Mannheim, habe Gott sei Dank laden dürfen können, noch, ja, den Radlader, ein L556, nehme ich jetzt mit nach Hause, gucke hier gerade nach links, weil ich warte, bis die Ampel grün wird, irgendwann mal in diesem Jahrhundert, den nehme ich jetzt mit nach Hause und morgen früh geht er rüber nach Landstuhl, zu der Liebe. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, kann es sein? Egal, doppelt gemoppelt hält besser. Endlich grün. So, ja, dann Mittwochabend. Ich gucke mal, was ich aus meinen Aufnahmen machen kann. Wirklich schon wieder Mittwochabend. Total. Ja, würde ich sagen, danke mich fürs Zusehen. Und ihr hattet etwas Spaß. Sollte es ja wieder regelmäßig laufen. Mit den Folgen zweimal Urlaub war ich echt faul. Was das kann. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Die beginnt dann damit, dass ich den Radlader nach Landstuhl bringe.